Jo, du möchtest deine Spielerdaten speichern, dir ist der Data Store Service aber ein bisschen zu kompliziert? Dann habe ich vielleicht etwas für dich. Ich habe schon ein paar Videos auf meinem Kanal zu dem Data Store Service gemacht und da habe ich immer gesagt, dass der Data Store Service alleine ziemlich anstrengend ist. Man muss sich immer ein Modul dazu coden, das dann die Datensicherheit gewährleistet, und da das zu anstrengend ist und es schon andere Leute gibt, die das viel besser gemacht haben, habe ich immer diese Module vorgestellt. Bei den letzten zwei Malen war es der Profile Service. Der Profile Service hat aber ein paar Macken und diese Macken wurden behoben und das schon vor etwa einem halben Jahr, wenn ihr das Video seht, vielleicht sogar schon vor einem Jahr, von Soupy's Datastore Module. Und das werde ich heute vorstellen. Die Daten, die wir heute speichern werden, sind natürlich wie immer die Leader Stats hier oben, aber nicht nur die Leader Stats. Beim letzten Mal gab es eine Person, die sich lautstark beschwert hat. Deswegen zeige ich auch, wie man Areas speichert. In Simulatoren ist es üblich, dass man verschiedene Areas freischalten kann. Das hier wäre Area 1, die habe ich schon freigeschaltet. Und dann kann man die nächste Area freischalten für 300 Coins, dass sich dann auch gespeichert wird, dass diese Area freigeschaltet ist und man seinen Progress nicht verliert. Kann ich euch natürlich auch zeigen, aber kommen wir jetzt erstmal zu den Voraussetzungen für das Video. Denn das ist ein Video, das sich nicht an Anfänger richtet. Damit ihr das Video wirklich verstehen könnt, müsst ihr alle Coding Basics verstehen. Insbesondere Variablen, Bedingungen, Funktionen, Loops und Tables. Für noch genaueres Verständnis solltet ihr natürlich auch Pfade, Scopes und Booleans kennen. Also basically all diese Videos aus der RSL-Serie, die ich hier einblende. Und natürlich müsst ihr Events verstehen. Events sind extrem wichtig bei einem Event-Based Modul, was ich heute zeige. Wenn ihr diesen Stuff nicht wirklich versteht, dann kommt ihr auch mit diesem Video hier nicht klar. Denn Datastores sind nun mal so kompliziert, dass ihr all diese Basics wissen müsst. Es ist so, da kommt ihr nicht drum herum. Also wenn ihr mit dem Video nicht klarkommt, schaut euch meine Roblox Studio Lernserie, zumindest den Part mit dem Coding Lernen an. Denn da liegen die Basics, die ihr noch nicht checkt. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Dive in, was ist der Datastore Service? Der Datastore Service ist ein Roblox Service, mit dem man Daten speichern kann. Die Daten, die man speichern kann, sind nur generische Variablentypen. Das heißt, man kann nur Tables speichern, Strings, Numbers und Booleans. Kann sein, dass es noch andere Variablentypen gibt, die man speichern kann, aber ich glaube, das wär's und ihr solltet es gar nicht mit anderen Typen versuchen. Das bedeutet dann aber auch, dass ihr keine Instanzen speichern könnt. Ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, yo, ich will dieses Part hier im Datastore Service speichern, weil dieses Part ist kein Data-Type, den man einfach so in JSON konvertieren kann. Denn JSON ist das Format, in dem eure Datastore-Daten gespeichert werden. Mit dem Datastore-Service kann man basically einfach nur sagen, yo, ich habe ein paar Daten. Das kann ein Table sein, in dem zum Beispiel Strings und Numbers und Booleans drinstehen. Und den speicherst du jetzt für diesen Key. Später kann man dann zum Datastore-Service sagen, yo, für diesen Key hast du ja bestimmt Sachen gespeichert, gib mir die Sachen mal. Und das ist es alles. Man speichert einfach Daten zu den Roblox-Servern und kann die später wieder abrufen. Und weil der Datastore-Service alleine zu kompliziert ist und man ständig Probleme damit hat, dass Daten verloren gehen, dass man Daten überschreibt, die eigentlich nicht überschrieben werden sollten, hat Soupy hier ein Modul erstellt, welches super, super cool ist, weil sich das um alles kümmert. Es sehr einfach ist, anders als Datastore 2 zum Beispiel. Datastore 2 ist super kompliziert und es ist sogar ziemlich lightweight. Es verbraucht sehr wenig Daten, weil es komplett eventbasiert ist und nutzt für Session-Locking auch eine sehr viel coolere Methode als der Profile-Service, die es natürlich noch nicht gab, als der Profile-Service entstanden ist. Und zwar mit Hilfe des Memory-Store-Service. Heißt der Memory-Store-Service irgendwas mit Memory auf jeden Fall? Aber auf diese Details werde ich in dem Video jetzt nicht eingehen. Wenn ihr mehr über Soupy's Datastore-Modul lernen wollt, dann schaut euch seine Videos auf YouTube an. Er macht sehr gute Tutorials übrigens auch auf Englisch, kann ich nur weiterempfehlen, ist jetzt oben auf dem i verlinkt. Und Soupy's Datastore-Modul bekommt ihr in der Toolbox, indem ihr danach sucht oder indem ihr es required mit dieser Objekt-ID, die ich jetzt hier kopiert habe und da oben einfach mal reinschreibe. Das ist die ID davon. 11671168253. Wenn ich nach Soupy's Datastore suche, dann kommt es auch hier und wichtig ist, dass Soupy mit einer 5 als erstes Zeichen, also 5 UPI, den Spaß auch hochgeladen hat. Das könnt ihr euch dann holen und in euer Spiel hinzufügen. Ich benenne das Modul um in SDM. Und ihr seht, hier unten ist immer ein Attribut drin, welches uns die Version anzeigt. Gerade arbeite ich mit der Version 1.3 und auf dem Discord-Server von Soupy seht ihr immer wieder Updates, die zu diesem Modul rauskommen. Solange da 1. irgendwas steht, gibt es keine großen Unterschiede, aber wenn da eine 2 oder eine andere Zahl als erste steht, macht es schon einen größeren Unterschied und dann muss vielleicht irgendwas angepasst werden. Dieses Modul könnt ihr natürlich in einem beliebigen Script requiren und das Schöne ist, das Modul supportet mehrere Scripts. Das heißt, ihr könnt es auch in mehreren Scripts requiren, was sehr, sehr praktisch ist. Das heißt, wir gehen hier einfach mal rein, sagen dann local SDM ist gleich require entweder diese ID, dann bekommt ihr immer die neueste Version oder das Modul, das ihr euch selbst heruntergeladen habt, das ist in meinem Fall jetzt script.parent.sdm oder halt den Pfad, den ihr braucht. Deswegen müsst ihr Pfade kennen. Um Daten über das Modul zu laden, sagt ihr einfach local datastore ist gleich sdm.new oder .find oder .hidden.
Aber wenn wir nicht wissen, ob es diese Daten schon gibt, dann sagen wir immer .new, weil in der Regel, wenn ein Spieler zum Spiel hinzugefügt wird, wissen wir nicht, ob der Spieler schon mal da war, also sagen wir eigentlich immer .new, geben dann den Namen des Data Stores an, weil es gibt ja immer einen Ort, wo Roblox die Daten speichert. Das ist jetzt unser Data Store, den nennen wir einfach mal Spielerdaten, können wir dazu sagen. Da werden dann alle unsere Spielerdaten gespeichert und dann der Key oder man kann auch das Scope angeben, aber Scopes sind egal. Wenn man an zweiter Stelle den Key angibt, dann benutzt SDM auch automatisch das Global Scope. Also müsst ihr euch da keine Gedanken machen und gebt einfach den Key ein und das wäre dann in unserem Fall zum Beispiel Spieler.UserID und darüber würde dann in den Spielerdaten Data Store nach der User-ID gesucht werden. Ich habe jetzt aber keinen Spieler, deswegen gebe ich hier einfach mal irgendeinen Key ein. Wir können auch sagen Connys Daten. Nachdem diese Daten geladen wurden, ist der Data Store noch nicht offen, weil Supis Data Store Module kümmert sich um Session Locking. Session Locking ist eine sehr nützliche Methode, die uns dabei hilft, zu vermeiden, dass Daten überschrieben werden, die nicht überschrieben werden sollten. Und somit verhindert sie ganz viele Duping-Glitches. Das bedeutet, wenn auf Server A die Daten von einem Spieler geladen werden, dann kann Server B diese Daten nicht mehr beschreiben, bis Server A sagt, okay, ich arbeite nicht mehr mit diesen Daten. Die Session ist gelockt. Das macht Supi alles automatisch. Es sorgt dann aber natürlich dafür, dass sobald die Daten geladen wurden, der Data Store noch nicht offen ist. Er ist erstmal locked. Aber ich will euch jetzt gar nicht zu viel Theorie darüber zeigen, sondern einfach sagen, wie ich es selber mache. Und dafür habe ich hier im ServerScriptService einen Folder, den habe ich SDM genannt. Da ist auch das Modul von Supi drin und ein paar Scripts, die ich auch teilweise 1:1 aus seinen Tutorials übernommen habe. Ich wollte die Scripts eigentlich erst nochmal ein bisschen überarbeiten zum Optimieren und ist mir aber aufgefallen, dass die eigentlich ziemlich optimal laufen. Eine Sache, mit der ich mich noch nicht beschäftigt habe, sind die Connections. Ob man die alle disconnecten muss oder sich das Modul selbst darum kümmert, weil das letzte Mal, als ich mich damit befasst habe, ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her. Aber fangen wir mal an, durch diesen ganzen Spaß hier durchzugehen. Einmal habe ich hier das MainData-Script, das werde ich jetzt einmal natürlich neu schreiben. Und das MainData-Script hat natürlich die Aufgabe, die Daten von allen Spielern, die dem Spiel beitreten, zu laden. Und wenn die Spieler das erste Mal beitreten, dann unser Datentemplate zu verwenden. Um das Datentemplate kümmern wir uns auch gleich. Was ich gerne noch selber später hinzufügen wollen würde, wären Global Updates, habe ich jetzt aber noch nicht gemacht. Und die drei Services, die wir dafür verwenden, sind der Player Service, der Collection Service und der Run Service. Ich zoome mal ein bisschen näher ran. So ist halbwegs alles im Bild, oder? Die Data Settings habe ich hier unten. Das ist ein Module Script. Und in dem Module Script sind einfach meine Settings drin. Die zeige ich euch jetzt einfach mal. Das heißt, hier habe ich einfach ein Table. In dem Table habe ich Settings wie Debug Prints, ob halt Sachen geprintet werden zum Debuggen, Save in Studio, ob die Daten denn in Roblox Studio gespeichert werden sollen oder nicht. Und Save Purchases in Studio, wenn Dev Product Purchases auch gespeichert werden sollen oder nicht gespeichert werden sollen. Dann haben wir hier ganz wichtig das Data Template. Das ist ein Table mit allen Daten, die ich gerne für jeden Spieler haben wollen würde. Da habe ich einfach mal so ein paar Beispieldaten reingeschrieben. Das heißt, einmal haben wir hier die Statistiken, wo Coins und Power drin sind. Dann noch Spielerinfos, wo der Rang zum Beispiel drin ist. Da könnte man sagen Spieler oder Moderator oder Admin. Dann die Spielerzeit, weil Supi da auch ein Tutorial gemacht hat, wie man die Spielerzeit tracken kann. Werde ich heute aber nicht drauf eingehen. Dann natürlich für meine Beispiele die Areas, die freigeschaltet wurden. Da habe ich im Data-Template schon mal reingeschrieben, okay, erste Area ist freigeschaltet, zweite und dritte nicht. In der Realität habt ihr natürlich überall erstmal Null und False, wenn der Spieler dem Spiel beitritt. Oder natürlich sowas wie Settings will man eigentlich auch immer für alle Spieler speichern, welche Lautstärke, Musik und Sounds haben sollen. Unten habe ich noch stehen datasettings.leaderstats, wo dann einfach alle Stats aufgelistet werden, die in den Leaderstats angezeigt werden sollen. Und Leaderstats used ist einfach nur eine Variable, die später von dem Leaderstats-Skript überschrieben werden, wenn wir uns dann auch um Leaderstats kümmern. Also braucht euch darum erstmal nicht kümmern. Data Settings erklärt, machen wir weiter und requiren den Spaß einfach mal. Das heißt, wir holen uns die Data Settings und wir holen uns Supis Data Store Module. Und jetzt wollen wir natürlich die Spielerdaten laden, sobald der Spieler dem Spiel beitritt. Und dafür brauchen wir die Player Edit Funktion. Das heißt, Local Function Player Edit gibt uns den Spieler. Und sobald der Spieler zum Spiel hinzugefügt wurde, laden wir seine Daten, indem wir sagen, Data Store Object vom Spieler getten über Data Store ist gleich SDM.new Spieler. Den Namen vom Data Store könnt ihr natürlich ändern. Vorhin habe ich es Spielerdaten genannt, jetzt heißt es einfach nur Spieler. Und dann Spieler unterstrich und dann die Spieler.UserID als Key. Dadurch werden die Daten vom Spieler geladen oder neu angelegt, wenn sie noch nicht da waren. Dann nur für den Fall, dass ihr die Daten jetzt nicht, während ihr in Roblox Studio drin seid, überschreiben möchtet. If not data settings.save in studio and
run service doppelpunkt is studio then warn testing in studio data will not be saved data store save interval setzen wir auf 0, damit nicht automatisch gespeichert wird und data store.save on close ist gleich false, damit die Daten nicht gespeichert werden, wenn der Server geschlossen wird und dadurch wird Speichern verhindert. Denn das Speichern der Daten, darum kümmert sich das data store module auch automatisch, es sei denn, ihr schaltet es aus. Und wir schalten es natürlich nur aus, wenn wir eingestellt haben, dass wir nicht in Roblox Studio speichern wollen und in Roblox Studio drin sind. Wie ich schon öfters erklärt habe, ist Player Removing nicht so zuverlässig, deswegen benutze ich den Collection Service, um zu tracken, ob ein Spieler aus dem Spiel entfernt wird. Und das mache ich jetzt einmal. Collection Service Doppelpunkt Add Tag Spieler Spieler. Dadurch wird der Spieler gebrandmarkt als Spieler, markiert den Spieler mit einem Tag, da der Collection Service zuverlässiger trackt, ob ein Spieler das Spiel verlassen hat, als das Player Removing Event. Dann können wir an das DataStore-Objekt noch weitere Daten anhängen, die nicht gespeichert werden, sondern einfach nur während dieser Session dann über alle anderen Scripts verfügbar sind. Das ist sehr praktisch. Deswegen sagen wir einfach mal, DataStore.Spieler ist gleich der Spieler. Das heißt, wenn wir später über ein anderes Script auf dieses DataStore-Objekt hier zugreifen, dann können wir über das DataStore-Objekt direkt den Spieler bekommen. Ihr fragt euch, wofür das nützlich ist? Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Spielerobjekt im DataStore cachen, damit man darüber auf den Spieler zugreifen kann. In Klammern wird nicht gespeichert. Selbstverständlich. Und jetzt kommt der Spaß. Mit dem Session Locking. Das muss man immer machen. Das ist ein Nachteil vom Modul, welches aber, wie ich finde, ein sehr gut gelöstes, notwendiges Übel ist. DataStore.StateChanged, Doppelpunkt Connect, StateChanged. Das heißt, sobald der Status von dem DataStore sich ändert, zum Beispiel weil das Session Lock geöffnet wird, wird eine Funktion namens StateChanged ausgeführt und wir führen jetzt auch einmal die StateChanged-Funktion aus, um zu erzwingen, dass das DataStore-Objekt denn auch geöffnet wird. Diese StateChanged-Funktion, die schreiben wir hier oben einmal hin. Diese Funktion yieldet so lange, bis der DataStore offen ist und wendet dann das Data-Template an. Das heißt, localFunctionStateChanged gibt uns den State und das DataStore-Objekt selbst. While DataStore.State ist gleich false, also solange das Ding geschlossen ist, versuchen wir die ganze Zeit, den DataStore zu öffnen mit der DataStore.Open-Funktion und wenden dann das DataSettings.DataTemplate an. Also das Datentemplate, das wir uns hier gespeichert haben, das wenden wir als Datentemplate an. Dadurch werden natürlich keine vorhandenen Spielerdaten überschrieben, sondern nur die Template-Daten, die noch nicht in den Spielerdaten vorhanden sind, eingesetzt. Alle 6 Sekunden wird einfach versucht, das Ding zu öffnen und das wär's dann. Leute, die sich auskennen, haben hier natürlich ein bisschen Angst, denn wir haben hier mit while false do einen möglicherweise unendlichen Loop, aber der Loop ist nicht tatsächlich unendlich, denn wir checken nur, ob datastore.state gleich false ist. Und Supis DataStore Module kümmert sich dann tatsächlich darum, auch die DataStore-Objekte komplett zu cleanen, sobald wir sie destroyen. Das heißt, sobald ein Spieler das Spiel verlässt, destroyen wir das DataStore-Objekt später. Dadurch ist der State nicht mehr false, sondern ist nil. Und dadurch würde der Loop dann auch abbrechen und wir müssen uns darum nicht kümmern. Das machen wir nämlich jetzt. Wir schreiben eine Player-Removing-Funktion direkt hier drunter. Und bei der Player-Removing-Funktion war ich ein bisschen experimentell unterwegs. Basically muss man nur das DataStore-Objekt finden und es dann mit Doppelpunkt destroy destroyen. Aber ich wollte ein bisschen was ausprobieren, deswegen habe ich die Funktion so geschrieben. Erstmal suchen wir natürlich nach dem DataStore-Objekt mit stm.find. Dadurch werden keine neuen Daten angelegt, wenn sie noch nicht existieren, sondern sie werden gesucht und hoffentlich gefunden. Für den Spieler und die Spieler-User-ID, genauso wie wir es hier oben mit new gemacht haben, machen wir es hier mit find. Wenn es gefunden wurde, also wenn DataStore nicht nil ist, dann callen wir einfach datastore.destroy. Dadurch wird es destroyed. Was ich jetzt noch zusätzlich gemacht habe, was ihr nicht unbedingt machen müsst, ist, ich habe Ergebnis, Daten nochmal eine extra Variable gespeichert und habe dann gesagt, wenn das Ergebnis nicht success ist und das Ergebnis nicht saved ist, dann print ich mir einfach mal Ergebnis und Daten, einfach weil ich gucken wollte, ob es passiert und wenn es passiert, was denn diese Daten sind. Denn wenn wir in das Modul einfach mal reingehen und nach destroy suchen, sehen wir die destroy-Methode returned in string, also für das Ergebnis und any. Und was any sein kann, hat mich interessiert. Dann habe ich natürlich in die destroy-Methode reingeguckt, habe dann gesehen, sie nutzt die destroy-task und die destroy-task ist diese Funktion und diese destroy-task versucht natürlich die Daten erstmal zu speichern. Deswegen war ich mir nicht so sicher, weil ich mir natürlich nicht alles komplett durchgelesen habe, ob es auch möglich ist, dass destroy neben success vielleicht auch noch saved responded. Deswegen habe ich auch noch saved geprüft. Aber wenn es sowohl nicht saved ist, als auch nicht success ist, dann hat es mich interessiert, was für Daten denn in any drinstehen könnten. Aber vielleicht gibt es auch keine Daten, die in any drinstehen können. Das wollte ich einfach nur ausprobieren, aber ich kam noch nicht dazu. Deswegen steht die Funktion hier so, wie sie steht. Am Ende müssen wir natürlich player edit und player removing noch connecten. Den Spaß kennt ihr eigentlich.
eigentlich auch schon. So, players.playerEditConnect, bla bla bla. Und das hier ist das ganze Script, welches die Daten vom Spieler lädt, dann das Template anwendet und sich natürlich auch um Session Locking kümmert. Ein bisschen kompliziert für Leute, die sich nicht so gut mit Coding auskennen, aber das hier ist alles. 56 Zeilen Code, bei denen ich ein bisschen zu viel unnötigen Kram in die Player-Removing-Funktion geschrieben habe. Damit können wir aber noch nichts anfangen. Aber das Schöne ist, das Modul funktioniert mit mehreren Scripts und damit wir dieses Script hier nicht unnötig zuklattern, können wir einfach alle anderen Funktionen, die wir uns vorstellen, in andere Scripts reinpacken. Und deswegen habe ich hier andere Scripts drin, zum Beispiel das LeaderStats-Script. Machen wir jetzt weiter mit dem LeaderStats-Script, weil das ist den meisten Leuten tatsächlich wichtig, dass sie oben rechts eine Tabelle haben, wo die Daten angezeigt werden. Das habe ich ein bisschen überkompliziert gemacht und es ist auch schon ein halbes Jahr her, dass ich das gecodet habe und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich so hundertprozentig fertig hatte, aber na gut, wir gucken einfach mal rein, was ich damals verzapft habe. Erstmal brauchen wir unsere Services und Module. Das ist der Player-Service, Data-Settings, SDM und die Conny-Library. Die Conny-Library benutze ich, weil ich die DeepFind-Methode verwenden möchte. In den Data-Settings haben wir ja drin stehen hier unten datasettings.leaderstats.use. Da steht standardmäßig auf false und das lassen wir auch auf false, weil ich habe bei mir diesen Folder so gemacht, dass wir alle Scripts einfach aktivieren oder deaktivieren können, je nachdem, ob wir die Sachen nutzen wollen oder nicht. Wenn wir LeaderStats nicht nutzen wollen, lassen wir das Script einfach auf Disabled, blub, und dann werden die LeaderStats nicht angewandt. Das hier bleibt auf False und alles ist cool. Hier unten haben wir in LeaderStats noch drinstehen, wir wollen Coins, Power und Rangname in der Reihenfolge in den LeaderStats angezeigt haben. Und dafür brauchen wir halt auch DeepFind, weil DeepFind muss dann hier drin gucken, wo ist Coins, hier ist Coins an der Stelle, wo ist Power an der Stelle und wo ist der Rangname, hier ist der Rangname an der Stelle, damit es einfach gefunden wird. In dem LeaderStats-Script stellen wir jetzt datasettings.leaderstats.used auf true. Das brauchen wir später in anderen Scripts, weil unser LeaderStats-Script diesmal nicht einfach mit einem while-true-do-loop alle LeaderStats aktualisieren wird. Es ist zwar einfacher, aber wenn wir schon ein Modul nutzen, welches eventbasiert ist, möchten wir es vielleicht in unseren Scripts auch eventbasiert belassen. Und jetzt kommt ein kleiner Schocker. Wenn wir neue Scripts verwenden, die Daten direkt beim Spielerbeitritt verarbeiten, müssen wir tatsächlich wieder die PlayerEdit-Funktion schreiben. Und das ist dann ein bisschen sehr viel doppelter Code, den wir hier haben, dafür, dass wir es in verschiedenen Scripts machen. Aber dafür ist es auch ein bisschen übersichtlicher, weil wir halt alles in einzelne Scripts ausgelagert haben. Sobald ein Spieler dem Spiel beitritt, erstellen wir den LeaderStats-Folder, damit die LeaderStats überhaupt angezeigt werden. Und dann müssen wir natürlich die ganzen Stats erstellen, indem wir sagen vor unterstrich Komma Stat Name in datasettings.leaderstats do. Dadurch loopen wir halt durch genau diesen Table durch, wo erst Coins, dann Power und dann Rangname stehen. Und jetzt müssen wir diese ganzen Stats erstellen und das ist ein bisschen anstrengend. Aber wir brauchen jetzt erstmal den Type. Das heißt, local type ist gleich type of Conny Library DeepFind StatName, datasettings.dataTemplate. Das heißt, wir suchen jetzt im DataTemplate nach genau diesem StatName und holen uns davon dann den Typen, damit wir halt auch den richtigen Stat erstellen können. Dann erstellen wir uns eine Variable namens Value. Die lassen wir erstmal frei, weil wir sie jetzt überschreiben müssen, und zwar mit allen möglichen Optionen. Wenn der Type eine Number ist, dann erstellen wir den Value als IntValue. Das heißt, Value ist gleich instance.newIntValue. Dasselbe machen wir jetzt noch für Strings. Das heißt, else if type is string, dann erstellen wir ein string value. Und weil ich mich nicht um alle anderen Types kümmern möchte und wir eigentlich nur Numbers oder Strings dort angezeigt haben wollen, sagen wir jetzt bei allen anderen Typen, falls es ein anderer Typ ist, type nicht supported oder statname nicht gefunden, dann printen wir das einmal und sagen dann continue, weil coins und power sind Numbers, Rangname ist ein String und das wollen wir darstellen und alle anderen Sachen true und false. Wer will true oder false in den LeaderStats stehen haben? Ich weiß nicht mehr, ob das geht. Am Ende wird der Value natürlich noch einmal in die LeaderStats gepackt und richtig benannt. Das heißt, value.name ist gleich statname und value.parent ist gleich leaderstats. Perfekt. Und jetzt müssen wir natürlich die Daten vom Spieler laden. Und das ist der interessante Punkt. Weil wir in einer PlayerEdit-Funktion sind, kann es zu einer Race-Condition kommen. Weil PlayerEdit wird ja in allen Scripts, in denen PlayerEdit connected ist, ausgeführt, wenn der Spieler zum Spielen zugefügt wird. Und wir wissen nicht, ob es beim leaderstats-Script zuerst passiert oder beim main-data-Script. Das heißt, wir müssen in allen Scripts, wo wir in der PlayerEdit-Funktion die Spielerdaten laden, sagen, datastore ist gleich stm.new. STM.new erstellt ja, wenn es die Daten nicht gibt, einen neuen Data Store. Oder anders ausgedrückt, es öffnet eine neue Session. Und wenn in einem anderen Script später STM.new gecallt wird, dann wird natürlich dasselbe Objekt, das vorher schon geladen wurde, geholt und damit weitergearbeitet. Wenn wir STM.find nutzen würden, kann es sein, dass die Daten einfach nicht gefunden werden und wir hier dann am Ende nil stehen haben. Wir versuchen natürlich hier jetzt nicht den Data Store zu öffnen, denn dafür ist das Main Data Script schon da. Wir speichern uns jetzt erstmal in das Data Store Objekt rein, die Leader Stats, damit wir später aus anderen Scripts auf die LeaderStats zugreifen können, sehr, sehr nützlich. Und dann warten wir darauf, dass das MainDataScript den DataStore öffnet, indem wir sagen, datastore.stateChanged connect stateChanged.
Das aktualisiert oder legt die Werte von den Leader-Stats fest, sobald der Datastore vom Main-Data-Script geöffnet wurde. Denn sobald das Main-Data-Script die Daten dann selbst geladen hat und die State-Changed-Funktion ausführt und dann immer wieder versucht, das Ding zu öffnen, bis es denn offen ist und es dann endlich auch erfolgreich geöffnet wurde, das heißt, Session-Lock ist weg, Datastore wurde geöffnet, wir können darauf zugreifen, wir können darauf schreiben und die Daten sind aktuell, dann wird der State gechanged und die State-Changed-Funktion wird wieder ausgeführt. Und es kann natürlich übrigens auch sein, dass der State sich wieder changed und schließt, weil zum Beispiel der Datastore-Service nicht verfügbar ist und dafür haben wir da unten State Changed Connected, um den Datastore dann direkt wieder zu öffnen, sobald es möglich ist. Und dann kann die Funktion halt auch wieder neu ausgeführt werden. Und wenn der State gechanged wird und das Ding dann offen ist, dann schreiben wir hier oben Local Function State Change, die uns den State gibt und den Datastore. Hier habe ich mal stm.datastore reingeschrieben, damit wir einfach mal Typing haben und damit ihr das einfach mal seht. Wenn der State nicht true ist, also wenn der Datastore nicht geöffnet ist, dann sagen wir einfach Return End, denn das State Changed Event wird ja natürlich auch ausgeführt, nicht nur wenn er geöffnet wird, sondern auch wenn es geschlossen wird oder destroyed wird. Aber wenn das Ding jetzt geöffnet wird, dann können wir uns jetzt, ohne dass wir das Spielerobjekt hier haben, erstmal den Spieler holen, weil den haben wir natürlich in unserem Main-Server-Script gespeichert. Wir können uns die Leader-Stats holen, weil die haben wir uns hier unten drin gespeichert und können jetzt einfach die ganzen Daten aktualisieren, indem wir sagen for-statname in data-settings.leader-stats do leader-stats statname.value ist gleich conny-library-define-statname-datastore.value. Und dadurch werden alle Daten in den Leader-Stats aktualisiert mit den aktuellen Daten aus dem Datastore. Ist das geil oder ist das geil? So einfach ist es. Dadurch werden natürlich nicht immer, wenn sich die Daten aktualisieren, die Leader-Stats aktualisiert, sondern nur, wenn der State of True gechanged wird. Das bedeutet, der Nachteil hiervon ist, dass wir jetzt keinen permanenten Loop haben, der immer wieder die Daten aktualisiert. Der Vorteil davon ist, dass wir keinen permanenten Loop haben, der einfach Ressourcen frisst. Aber der Nachteil ist, dass immer wenn wir die Daten von einem Spieler dann überschreiben und ändern, dann müssen wir selbstständig Leader-Stats anpassen. Aber ganz im Ernst, das muss man ja eigentlich sonst auch immer machen. Also ist das eigentlich kein so großer Nachteil. Am Ende connecten wir natürlich noch die PlayerEdit-Funktion hier unten, indem wir sagen players.playerEdit connect PlayerEdit und loopen dann noch einmal durch alle Spieler durch, die schon drin sind. Und das wär's. Wir haben unsere Leader-Stats. Wir können den ganzen Spaß natürlich jetzt einmal testen, indem wir auf Spielen drücken und gucken, ob es funktioniert. Wenn ihr dann irgendwelche Errors in eurem Output habt, dann habt ihr natürlich einen Fehler gemacht. Aber jetzt noch nicht paniken, ich werde gleich noch auf einen Error eingehen, den ihr vielleicht habt. Wir gucken einmal hier runter und wir sehen einmal, ja, Sachen werden required, ist in Ordnung. Und bei mir steht Testing in Studio, Data will not be saved, egal was ich jetzt hier mit den Daten mache, sie werden nicht gespeichert, weil ich in Roblox Studio bin und in den Data Settings eingestellt habe, dass Save in Studio false ist. Dann steht hier unten noch State Changed Conny True, da wo der Data Store geöffnet wurde und das werdet ihr dort nicht stehen haben, weil ihr das Debug Script nicht geschrieben habt, aber auf das Debug Script werde ich nicht eingehen, da könnt ihr das Video von Supi zu anschauen. Gut, das hat funktioniert, ich kann hier oben rechts reingucken und ihr seht auch, Coins sind 330, genauso wie es im Data Template auch 330 sein sollten, Power ist 0 und der Rangname ist Spieler, das heißt, die Leader-Stats wurden erstellt, wir sind glücklich. Yippie! Und jetzt wollt ihr natürlich auch wissen, wie man sowas hier macht und sowas hier speichert, nicht wahr? Klar, aber bevor ihr das wisst, gehen wir noch auf eine Sache ein, denn ein paar Leute von euch werden da unten einen bösen Error im Output haben und vielleicht nicht wissen, was es bedeutet. Da steht dann irgendwas von Studio Access for API Services is not enabled oder sowas. Wenn ihr diesen roten Error da unten stehen habt, dann geht ihr in Roblox Studio oben auf Start, dann auf Spieleinstellungen oder auf Game Settings, dann klickt ihr auf Sicherheit oder Security und dann müsst ihr Zugriff auf API-Dienste für Studio aktivieren oder Studio Access for API Services Enabled aktivieren. Das muss an sein, weil sonst kann Roblox Studio nicht auf den Datastore Service zugreifen und die Daten können weder gespeichert noch geladen werden. Wenn ihr das aktiviert habt, solltet ihr keine Errors mehr im Output haben und falls doch, dann habt ihr entweder hier einen Fehler beim Abschreiben gehabt oder ihr hattet hier einen Fehler beim Abschreiben. Aber ihr seht, das sind beides gar nicht mal so viele Scripts. Jetzt kommt aber noch das heiß begehrte praktische Beispiel, welches ich in der Vergangenheit immer weggelassen habe, weil ich dachte, das solltet ihr eigentlich verstehen, wenn ihr euch schon mit sowas Komplizierten wie Datastores auseinandersetzt. Und zwar Areas. Für die Areas habe ich einen Folder angelegt, der heißt Areas. Da drin habe ich weitere Folder angelegt, die heißen Area 1, Area 2 und Area 3. Genauso wie in dem Data-Template hier auch Area 1, Area 2 und Area 3. Wichtig ist, dass der Name hier im Template der gleiche ist, wie hier in dem Folder. In den Areas haben wir überall immer ein Model namens Barriere. Das ist diese Barriere, die man dann freikaufen möchte. Und in der Barriere ist ein Part namens Main. Das ist das Main-Part. Da kann man noch andere Sachen hinzupacken, um es zu designen. Und
ein Proximity Prompt, um die Barriere freizukaufen. Beim Proximity Prompt habe ich die Max Activation Distance auf 20 gestellt, weil das Part so groß ist und es ja sonst hier oben sein würde. Und das ist das ganze Setup. Natürlich alles ankern und so weiter. Dann haben wir ein Server Script, das heißt Areas Script Server. Im Server Script Service. Und das schreiben wir jetzt, denn wir wollen ja die Areas freischalten. Das heißt, wir holen uns erstmal wieder alle Services und Module, indem wir sagen Player Service, Replicated Storage, SDM und Game Infos. Alles requiren, so wie man es kennt. Dann erstellen wir ein Remote Event für die Server Client Kommunikation im Replicated Storage. Areas Remote ist gleich Instance.new Remote Event. Wir nennen es Areas Remote und es kommt in den Replicated Storage rein. Und tatsächlich müssen wir hier wieder das unangenehme Boilerplate-Template verwenden, weil wir wollen, sobald der Spieler zum Spielen zugefügt wird, dass geladen wird, welche Areas er schon freigeschaltet hat und diese Areas dann auch schon freigeschaltet werden. Wenn wir mal ein Script schreiben, in dem wir nicht die Daten direkt beim Join brauchen, dann können wir das Template weglassen, aber bei allen Sachen, die direkt am Join passieren, müssen wir immer genau das hier schreiben. Local Function Player Edit muss natürlich an das Player Edit Event unten connected werden, machen wir auch einmal hier. Blub. Players.playerEdit, connect, playerEdit, dann der Loop dadurch. Das ist das, was wir immer schreiben müssen mit unserem Modul. Gehört einfach dazu, aber natürlich auch nur dann, wenn wir die Daten beim Spieler Join brauchen. Wenn wir sie nicht beim Spieler Join brauchen, sondern später, kann man das ja alles weglassen und arbeitet später einfach mit sdm.find, um drauf zuzugreifen. Sehr angenehm. DataStore wird erstellt oder gefunden und sobald der State gechanged wird, wird die StateChanged-Funktion ausgeführt. Wenn State nicht true ist, returnen wir und wenn er true ist, dann wurden die Daten ja geladen und wir können jetzt endlich mit den Daten arbeiten. Das heißt, wir sagen jetzt hier for area name, unlocked in datastore.value.fortschritt.areasdo. If not unlocked, then continue end. Also wenn die Area nicht unlocked ist, wenn die Daten hier auf false stehen, dann loopen wir einfach weiter. Aber wenn wir die Area freigeschaltet haben, das heißt Area 1 steht hier auf true, die haben wir schon freigeschaltet, dann unlocken wir die Area, indem wir sagen Areas Remote Doppelpunkt FireClient Datastore.spieler Area Name. Und um das Areas Remote kümmern wir uns jetzt natürlich auch noch, denn das Areas Remote werden wir nicht nur callen, um dem Spieler zu sagen, yo, du hast diese Area jetzt freigeschaltet und kannst die Barriere entfernen für dich lokal, sondern wir wollen natürlich auch verarbeiten, ob der Spieler denn die Area schon freischalten darf, wenn er sie freischalten möchte, indem er das Proximity Prompt aktiviert. Das heißt, wir sagen, Local Function by Area gibt uns den Spieler und den Namen der Area. Da wir mit Spielerdaten arbeiten und das natürlich alles exploited werden kann, sagen wir, if not Area Name oder Type von Area Name ist nicht String, dann return wir. Theoretisch können wir dann auch checken, ob es diese Area denn schon gibt. Oder wir könnten auch checken, ob er schon alle Areas davor freigeschaltet hat, aber das machen wir nicht. Und da das jetzt mitten im Spiel passiert, können wir einfach sagen, Datastore ist gleich sdm.find, Spieler bla bla bla. If Datastore ist gleich nil, then return end. Kann man dann auch sagen, weil wenn die Daten nicht geladen wurden, dann Pech gehabt. Und dann checken wir natürlich noch alle anderen Voraussetzungen, ob er diese Area dann kaufen kann. Das heißt, if datastore.value.fortschritt.areas Area Name. Das heißt, wenn er sie schon freigeschaltet hat. Oder datastore.value.fortschritt.areas.area Name ist gleich nil. Das heißt, wenn es diese Area gar nicht gibt, returnen wir. Und if datastore.value.statistiken.coins ist kleiner als gameinfos.areas-area-name, then return end. Und jetzt sind wir schon bei der nächsten Sache, Gameinfos. Darauf bin ich eben noch gar nicht eingegangen, denn wir wollen ja nicht nur vom Server aus, sondern auch der Spieler möchte wissen, wie teuer ist denn jede Area? Und dafür haben wir im Replicated Storage ein Module-Script, welches ich Gameinfos genannt habe. In Gameinfos stehen nochmal alle Areas beim Namen drin und der Preis, wie viel es kostet, sie freizuschalten. Das können wir später natürlich anpassen und dann denken sich die Spieler, oh, das hat früher nur 100 Coins gekostet, jetzt kostet es 110? Was? Naja, hier kann man den ganzen Spaß dann anpassen und dadurch wissen die Spieler Bescheid, wie viel die Area kostet und der Server weiß Bescheid und das kann dann gegengeprüft werden von unserem Area Script Service. Also wenn der Spieler zu wenig Coins hat, returnen wir natürlich auch, hat der Spieler Pech, die Area kriegt er nicht. Aber wenn er genug Geld hat, dann sagen wir natürlich datastore.value.statistiken.coins minus ist gleich gameinfos.area.area-name. Das heißt, wir ziehen in die Coins ab, die die Area kostet und sagen dann datastore.value.fortschritt.areas area-name ist gleich true. Das heißt, wir stellen dann diese Area dann auf true, wenn er Area 2 kauft zum Beispiel und er hat sie freigeschaltet. Wenn wir dann nun mit Leaderstats arbeiten, müssen wir die Leaderstats auch noch aktualisieren. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir checken, ob es denn Leaderstats überhaupt gibt. Und dafür könnten wir in das Data Settings Ding reingehen und gucken, datasettings.leaderstats use. Dafür haben wir es uns ja eigentlich gespeichert. Wir können aber auch einfach mal ganz wild sein und gucken, ob es die Leaderstats überhaupt gibt. Und weil ich nicht zu viel requiren will, zeige ich euch, wir könnten jetzt machen, if datastore.leaderstats
Denn in unserem LeaderStats-Script legen wir unter datastore.leaderstats unseren LeaderStats-Folder an. Then datastore.leaderstats.coins.value ist gleich datastore.value.statistiken.coins. Das heißt, wir aktualisieren einfach die LeaderStats. Kann man so machen und das wäre es dann auch. Am Ende sagen wir dann nur noch areasRemote.fireClient Spieler Area Name, damit der Spieler weiß, okay, du hast die Area jetzt freigeschaltet und darfst die Tür dort entfernen. Und am Ende connecten wir natürlich diese By-Funktion auch noch an das Remote-Event, indem wir ganz unten schreiben Areas Remote on Server Event Doppelpunkt Connect by Area. Dadurch ist die Serverseite komplett erledigt und das letzte, was uns noch fehlt, ist die Client-Seite und die haben wir im Starter Player, Starter Player Scripts drin. Hier haben wir ein Local Script namens Area Script Client und dort machen wir natürlich wieder immer das gleiche. Wir holen uns alle Services, die wir brauchen und die Module, die wir brauchen. Wir holen uns auch den Spieler und wir holen uns das Remote Event, das der Server erstellt, indem wir sagen Areas Remote ist gleich Replicated Storage Wait for Child Areas Remote. Wir holen uns den Area Folder aus dem Workspace, weil da sind die Areas ja drin. Und das erste, was wir tun müssen, bevor wir irgendwas anderes machen, weil das Script ja eventuell yieldet an anderen Stellen. Wir wollen direkt alle Areas, die freigeschaltet sind, entfernen. Das heißt, wir kümmern uns zuerst um die Remove-Barriere-Funktion. Local Function Remove-Barriere für Area-Name sieht so aus. Local Area ist gleich Area-Folder-Find für Schalt Area-Name. Das heißt, in dem Folder suchen wir nach der Area mit diesem Namen. Deswegen ist es wichtig, dass der Name hier der gleiche ist. Wenn die Area nicht existiert, dann warnen wir einfach mal, dass wir den Area-Namen nicht gefunden haben. Das heißt, ihr habt einen Fehler gemacht und return. Und dann sagen wir, Local Barriere ist gleich Area find für Schalt Barriere. If not Barriere, then return end. Das heißt, die Barriere ist schon weg. Und wenn die Barriere existiert, sagen wir Barriere destroy. Und das war's. Am Ende connecten wir das natürlich noch an das Areas Remote Event. Und wenn der Server dann sagt, jo, diese Areas hast du freigeschaltet, dann sagt der Client, jo, diese Areas mache ich jetzt weg. Das können wir jetzt schon austesten, weil wir haben ja in unseren Data Settings stehen, dass wir Area 1 freigeschaltet haben. Das heißt, sobald ich dem Spiel beitrete, werden die Daten geladen. Er loopt durch alles durch, sieht Area 1 ist freigeschaltet und diese Barriere 1 müsste dann entfernt werden. Testen wir das Ganze, indem wir ins Spiel reingehen. Wir haben keine Errors im Output, das ist gut, das heißt, wir haben keine Fehler. Und die Barriere ist weg, es funktioniert alles wie intended. Wenn nicht, habt ihr einen Fehler gemacht, skippt zurück und schreibt nochmal genau ab. Jedes einzelne Zeichen muss natürlich genauso geschrieben werden wie ich auch. Die einzigen Sachen, die ihr nicht beachten müsst, sind diese großen Abstände hier. Überall, wo ich so große Abstände habe, könnt ihr stattdessen auch einfach ein Leerzeichen machen, das reicht in der Regel. Weiter mit dem ArrayScript Client. Wir wollen natürlich danach direkt die Arrays aufsetzen, und zwar in dem Sinne, dass an den Proximity Prompts dran steht, welche Area das ist und dann vielleicht auch noch der Preis drin steht, wie viel es kostet. Dafür schreiben wir eine SetupArea-Funktion für alle Areas. Wir sagen, wenn die Area nicht existiert oder die Area kein Folder ist, dann returnen wir End. Wir gönnen uns den Area-Namen und den Area-Preis. Wenn der Preis nicht existiert, warnen wir einmal, yo, es gibt keinen Preis für diese Area, die wir hier im Folder drin haben. Wir suchen nach der Barriere und wenn es die Barriere nicht gibt, brechen wir ab, weil dann wurde die Area wahrscheinlich schon freigeschaltet und dann brauchen wir das Ganze gar nicht mehr aufsetzen. Und wenn es die Barriere gibt, suchen wir in der Barriere nach dem Proximity Prompt. Das heißt, Local Proximity Prompt ist gleich Barriere find für Schalt Main, weil in jeder Barriere haben wir ein Part namens Main und da ist dann das Proximity Prompt drin. And Barriere.main Doppelpunkt find für Schalt, which is a Proximity Prompt. Ihr könnt auch einfach find für Schalt Proximity Prompt machen, aber ich wollte sicher gehen, dass es ein Proximity Prompt ist. If not prox, then return end. Dann gibt es hier wohl irgendwo ein Problem im Aufbau. Aber wenn wir das Proximity Prompt gefunden haben, passen wir es an, indem wir sagen, prox.objectText ist gleich ArrayName, prox.actionText ist gleich kaufen. Und dann ein halb gevierter Strich, den macht ihr übrigens, indem ihr Alt gedrückt haltet und dann 0150 auf dem Numpad schreibt. Der ist doppelt so lang wie der Viertel Geviertstrich, also das normale Minus. Und er ist nur halb so lang wie unser Geviertstrich, der 0151 übrigens. Was man hier jetzt nicht wirklich sieht, aber theoretisch ist der Geviertstrich nochmal länger. Kleine Typografiefakten, die ihr eigentlich nicht wissen müsst. Dann Leerzeichen, Preis, Leerzeichen, Coins. Dadurch ist der Action-Text fertig. Und dann sagen wir am Ende noch ProximityPrompt.Trigger Doppelpunkt Connect Function Areas Remote Fire Server. Weil wir jetzt nicht unbedingt den Server zuspammen wollen mit Kaufanfragen. Selbst dann, wenn wir nicht genug Geld haben, könnten wir hier eine Art Debounce einbauen, indem wir sagen, if coins.value ist kleiner als Preis, then return end. Wir wollen aber jetzt auch nicht permanent dem Server fragen, wie viele Coins wir haben. Das heißt, das hier können wir nur machen, wenn wir auch die LeaderStats haben oder auf irgendeinen anderen Weg regelmäßig auf unsere Coins zugreifen können, weil ihr zum Beispiel ein Coins-GUI habt oder so. Ich habe jetzt kein Coins-GUI, deswegen arbeiten wir mit den LeaderStats und sagen hier oben einfach mal LeaderStats ist gleich Spieler-Doppelpunkt-Wait-for-Child-LeaderStats und bla 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 Coins. Und da wir nicht wissen, ob wir die LeaderStats haben, geben wir hier einfach mal ein Timeout an von 10 Sekunden. Wenn wir die LeaderStats in 10 Sekunden nicht gefunden haben, haben wir Pech. Und wir sagen bei Coins,
Coins. Coins ist gleich Leader Stats and Leader Stats Wait for Child Coins. Wenn wir Leader Stats haben, sollten wir auf jeden Fall Coins finden. Am Ende sagen wir natürlich if Coins and Coins.value ist kleiner als Preis, then return and. Dadurch haben wir, falls wir Leader Stats haben, die Möglichkeit, ein bisschen den Remote Event Abuse zu verringern. Wenn ihr andere Möglichkeiten später habt, auf die Coins zuzugreifen, weil ihr es auf eine andere Weise repliziert, könnt ihr natürlich auch das nutzen. Am Ende loopen wir natürlich noch einmal durch alle Areas durch, um sie aufzusetzen. Das heißt, for-area in area folder get children do setup area. Wir haben hier oben einmal gecheckt, ob es ein Folder ist, weil wir vielleicht in dem Area-Folder noch was anderes drin liegen haben. Einfach nur, um sicher zu gehen. Das wär's. Dadurch haben wir alles aufgesetzt. Wir haben jetzt unsere eigenen Areas. Wir können uns speichern, welche Areas wir haben. Ich kann diese Area hier freischalten, blub, kaufen. Jetzt habe ich nur noch 30 Coins. Das wurde auch geupdatet. Dadurch kann ich mir das hier nicht mehr kaufen. Das funktioniert einfach nicht. Aber die Daten werden nicht gespeichert. Es sei denn, ich gehe jetzt auf Data Settings, scroll hoch und sage dann Save in Studio ist gleich True. Und wenn wir jetzt ins Spiel reingehen, sind natürlich unsere Daten noch nicht gespeichert vom letzten Mal. Ich kann hier hinlaufen, kann mir die Area 2 freischalten, blub, kann dann das Spiel verlassen. Ich habe 30 Coins und Area 2 freigeschaltet, gehe wieder in das Spiel rein. Die Daten wurden gespeichert, dementsprechend werden jetzt meine neuen Daten geladen und ihr seht, ich habe beide Areas freigeschaltet und nur noch 30 Coins. Genau so macht man das. Und so funktioniert das natürlich auch für alle anderen Sachen. Falls ihr euch für die anderen Scripts, die ich hier drin habe, interessiert, vor allem Dev Products, dann schreibt es mir in die Kommentare, weil ich habe euch noch gar nicht gezeigt, wie ihr Developer-Products aufsetzen könnt. Wenn ich genug Kommentare bekomme von wegen, yo, wir möchten gerne wissen, wie das auch mit Developer-Products funktioniert, also Sachen für Robux verkaufen, dass das richtig gehandelt wird, dann mache ich noch ein Folgevideo zu diesem Script hier. Track Playtime und Connection-Status werde ich euch nicht zeigen, dafür könnt ihr euch die Videos von Supi anschauen, sind wirklich Supi-Videos. Oh, ihr seht hier unten auch, weil ich Saving anhabe, wird natürlich jetzt auch regelmäßig gesaved. Und Kanalmitglieder Tier 2 oder höher können natürlich all das, was ich hier gecodet habe, auch inklusive dieser ganzen anderen Scripts, in der Videobeschreibung über meinen Discord-Server herunterladen. Es ist kein Muss, weil ich habe euch natürlich alles gezeigt, aber ich freue mich sehr über jedes Kanalmitglied, das unterstützt mich sehr, weil meine Videos einfach nicht genug Aufrufe bekommen auf Deutsch, ist klar. Und wenn ihr die fertigen Scripts einfach so herunterladen wollt, werdet Kanalmitglied, Tier 2 oder höher, geht in die Videobeschreibung, klickt auf den Link, kommt auf meinen Discord-Server und dort müsst ihr natürlich euer Discord-Profil mit YouTube verknüpfen, damit ihr auch den Rang und den Zugriff auf den Channel bekommt. Das wäre es aber mit dem Video. Es würde mich auch schon unterstützen, wenn ihr einfach nur ein Like da lasst. Ihr könnt euch jetzt auch das Video anschauen, das hier eingeblendet ist. Bis dann und ciao!